Einen Einblick in die Bio-Kräutergärtnerei Herbs in Nuttel konnten 15 Kinder im Rahmen des Dötlinger Ferienpasses gewinnen. Inhaber Herbert Finken erklärte ihnen bei einem Rundgang, welche Pflanzen in den Gewächshäusern und auf der angrenzenden Stellfläche wachsen. Das Erfahren mit allen Sinnen stand dabei im Fokus. Die Kinder pflückten Tomaten sowie milde Mirabellen und konnten Blumenerde anfassen und daran riechen. Aber auch der Spaß kam bei der Aktion nicht zu kurz. In Gemüsekisten fuhren die Kinder auf einem Rollband hin und her. Im Anschluss sammelten sie frische Kräuter wie Salbei, grüne Minze, Zitronenmelisse, Apfelminze oder Pfefferminze und gossen diese mit heißem Wasser zu einem Kräutertee auf.